Ich habe die Karten zur Basis gebracht. Ihre Entschlüsselung wird etwas dauern. Daher ist es noch zu früh, unser nächstes Ziel festzulegen. Abgesehen davon haben wir Dringenderes zu erledigen. Die meisten von uns liegen wegen Hitze und Dehydrierung flach und die Aurora benötigt viel Diesel und Wasser, um zu fahren. Die örtliche Nummer 1 hier, der Baron, hat beides, ist aber nicht bereit, etwas davon abzugeben. In Anbetracht unserer verzweifelten Situation und bisheriger Erfahrungen bei Verhandlungen mit den Banditen hat der Oberst beschlossen, uns mit Gewalt zu nehmen, was wir brauchen. Damir späht bereits ihre Hauptwasserquelle aus. Dort können wir einen vollen Tanklaster stehlen. Wir sollen uns in der Nähe dort treffen.
Ihnen mal den 16er Schraubenschlüssel. Also gut. Gute Sache. Thank you.
Durchgang! Verdammt, das Miststück! Sie haben einen von uns erwischt! Da oben, da ist der Scheißer! Ja, mach nur! Versteck dich, du kleiner Schweinehund! Wir mucksen dich trotzdem ab! Da ist der Schweinehund! Der Hurensohn ist hier! Er ist da oben! Verdammt! Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt! Diese Arschlöcher! Hierher! Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt!
Nur die Ruhe bewahren und nicht schießen, Mann. Ich ergebe mich. Warum bin ich überhaupt hier? Hatte ein ungutes Gefühl und bin trotzdem gegangen. Nur die Ruhe! Ich ergeb mich! Warum bin ich überhaupt hier? Hatte ein ungutes Gefühl und bin trotzdem gegangen. Komm raus, wo auch immer du bist! Du!
reagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, wird von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen. Insbesondere den Neuen unter euch. Sagt mir, warum gehorchen die Primitiven uns? Weil sie uns fürchten? Teilweise schon. Aber Furcht vor Menschen ist nicht absolut. Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommen einem rebellische Gedanken. Selbst wenn man zu den einfachsten Primitiven gehört. Und können wir das zulassen, meine Herren? Nein, das können wir nicht. Genau deshalb brauchen die Primitiven ihren Glauben. Den Glauben an hohe Mächte, die eine Welt schaffen, wie wir sie brauchen. Mit Meister und Sklave. Nicht ein Mensch mit Waffe, sondern die Wüste. Das Universum selbst hat diese Weltordnung geschaffen. Eine Macht, die von Waffen und nur von Waffen gestützt wird, endet unausweichlich durch Waffen. Aber eine Macht, die von Waffen und Glauben gestützt wird, ist ewig. Daran müsst ihr immer denken, meine Herren. Deshalb sage ich immer, wenn ihr einen Sklaven seht, der die heilige Flamme nicht anbetet, tötet ihn. Das ist zwar ein Verlust, aber es wird sich zweifellos auszahlen. Denkt daran, dass die heilige Flamme dies so will, dass das Universum es so will. Und ich möchte sicherstellen, dass es diesbezüglich keine Missverständnisse mehr gibt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Und deshalb sollten wir sie uns genauestens ansehen. Wir brauchen dringend Wasser. Was, wenn wir diese Abzweigung nehmen? Ein See, ein Fluss? Die Strahlung ist auch nicht sehr hoch. Das wär's auch schon. Sieht vielversprechend aus.
gefallen, Mann! Beruhig dich, Mann, alles gut! Bist du hin? Hey, komm schon, Bruder! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Na los, ergib dich endlich! Du kannst nirgendwo hin! Oh!
Nachbarn, der ist hier! Das ist Sauls Wagen! Hey, was war das? Möglicher Kontakt. Da unten. Seht ihr? Was? Ihr gefällt es mir nicht? Da unten ist etwas, was soll ich sagen? Wir müssen uns sehen. Leute, die Zugbande ist hier! Aufpassen, Leute! Die Zugbande ist hier! Das ist Sauls Wagen! Ich glaube, ich schon. Natürlich nicht. Das ist deine Aufgabe. Da war nichts. Bei der Hütte! Ist da jemand? Da bilde ich mir das ein! Was zum... Scheiße! Wie ist die Lage? Hey, wir haben ein Problem! Was ist das mit dir? In die Hölle, Zeit! Bei der Hütte doch! Ah!
Ich ergebe mich! Nicht schießen! Nicht schießen! Ich habe meine Waffen bereits abgelegt! Noch hat er mich nicht erschossen. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Kränklicher Kinder und den Tod im Bauch eines Dämons.
verstanden. Behalte den Wagen, solange du willst. Ich hol mir einen Drink. Bist du bereit? Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Während du weg warst,